One. Ein Podcast mit Shelly und Christian. Ich kann das so gut. Ich sag jetzt wieder heute, ne? Mhm. Heute. Shelly und Christiane und die neuen Inkerl. Hallöchen. Du bist so weit weg. Aber ich sehe dich endlich mal wieder. Ich sehe dich auch in Zoom. Zoom ist ja das neue Live in dieser Zeit. Du bist ganz schön, wie soll ich das sagen? Magenta. Ja, bin ich heute. Habe ich mich extra für angezogen. Ist das nicht toll? Ja, guck mal, ich... Ja, Black was sold out. Ja, deswegen bist du heute pink. Schön. Schön, oder? Heute pinken Mai. Noch haben wir Mai. Und was tun wir jetzt? Wir nehmen einen neuen Podcast auf. Für euch. Für Juni. Weißt du, was ich fürchte? Hm? Die haben jetzt gemerkt, dass wir unsere Podcasts nicht erst einen Tag, bevor sie online gehen, aufnehmen. Ja, wir freuen uns auf Onstage. Wupp, wupp, Onstage weg, On-Tour weg, Österreich-Urlaub-Geschichte. Wir haben ziemlich viel erzählt in den letzten Monaten, was gar nicht so eingetroffen ist, aus Gründen, die wir hier, glaube ich, nicht näher erläutern müssen. Obwohl, wenn man in 10 Jahren diesen Podcast, wir sollten das Wort einmal sagen, glaube ich. Covid-19. Corona im Sprachgebrauch hat uns dieses Jahr ein bisschen die Parade gestohlen, würde ich sagen. Auch schon. Der Grund, warum wir uns seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Ja. Und der Grund, warum wir unseren neuen Podcast jetzt in Zoom aufnehmen, so können wir uns wenigstens sehen. Und ihr hört uns sowieso nur. Also, herzlich willkommen zum Podcast im Juni. Thema habt ihr auch schon gelesen, sind unsere neuen In-Color-Farben. Haben die am Anfang auch schon gehört? Naja, zumindest eine. Nee, ich meine so ganz, ganz am Anfang von dem Podcast, da haben wir doch das Intro. Ja, im Intro, stimmt, haben wir das auch schon gesagt, genau. Guck mal. Und eine In-Color-Farbe haben wir schon an. Also ich zum. Nee, du. Nein, also wir. Also wir. Magenta. Die anderen habe ich hier vor mir als Designerpapier. Denn heute ist auch meine Vororder angekommen. Sodass ich sie nicht nur im Katalog streicheln muss, sondern in echt streicheln darf. Meine Vororder ist gestern angekommen und ich guck mal hier, ich habe das gleiche Papier in der Hand wie du. Ja, cool. Aber deins sieht schon so zerknautscht aus. Hast du damit geschlafen? Ein bisschen. Unters Kopfkissen, nicht aufs Kopfkissen, ne? Achso, du meinst, das ist der Sabberfleck von. Oh, Entschuldigung. Ja, das, also frag Jörg einfach nochmal, was er mit dem Grün gemacht hat da. Vielleicht schneidest du das raus. Nein, wir schneiden uns unseren Podcast nicht raus. Unsere Leute lieben, wenn wir Blödsinn erzählen. Batz labern. Das stimmt. Dann lassen wir das halt eben drin. Ja, das Grün ist übrigens Aventurin. Ja, ist grün. Eine Edelsteinfarbe. So gehofft. Und als wir das PDF zugesehen gekriegt haben vor 3 Wochen, war ich so verliebt. Und ich finde es so toll. Das ist grün. Ja. Schön grün. Ich hab einen Ring von meiner Oma gehabt. Der hatte einen Aventurin drin. Und die Farbe erinnert mich voll daran. Ist total schön. Ist eine ganz tolle Erinnerung. Na gut. Möchtest du die? Dann bringe ich die dir nächstes Mal mit. Du meinst im August?
Ja, wann auch immer wir uns wiedersehen. Hm. Ja. Warum nicht? Ich finde die toll. Aber das Magenta-Rot ist doch bestimmt deins, oder? Ja, zusammen mit Abendblau. Die Farbkombi ist cool. Die anderen Farben muss ich mir noch schön gucken. Zumindest im aktuellen Stand. Weißt du, woran mich die Farbkombi erinnert? Abendblau und Magenta-Rot? Na? Erinnerst du dich noch an unser Produkt-Medley? Oh Gott, wie hieß das denn? Oh ja, unser Mai-Medley mit Rosé-Gold und, genau. Und Wassermelone und Marineblau. Marineblau, ja, genau. Ja. Die Farben erinnern mich daran. Finde ich das vielleicht auch so schön, ja. Kann sein, das ist eine tolle Kombi auf jeden Fall. Ja, und die andere Kombi hier, abgesehen von diesem komischen Irgendwas, geht total gut im Herbst, finde ich, oder? Ach, du meinst Zimtbraun? Ja, genau. Hauptsache, es gibt kein Riechpapier. Druckerei, aber nicht nach Meins Zimt. Riecht ein ganz bisschen nach Zimt. Nö. Warst du damit schon in der Küche? Also bei uns gab es Milchreis, vielleicht liegt es daran. Ja, siehst du. Nee, meins, das kommt aus der Druckerei. Gott sei Dank. Ansonsten hätte es dieses Papier nicht in meine Wohnung geschafft. Und dann. Hummelgelb. Die Farbe, die wir schon angeteasert haben, mit einer brandneuen Farbe aus dem Katalog. Denn Hummelgelb war ja Part von Schöner Garten, was wir im April und Mai schon anteasern durften als erstes Produkt aus dem neuen Katalog. Wir durften nur nicht verraten, wie die Farbe heißt. Naja, komm, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, auf dem Papier stand es drauf und es stand auch in dem PDF für die Werbung und da haben sie es noch wieder rausgenommen. Tja, was soll ich sagen? Ja, genau. Aber guck doch mal, wenn du die drei zusammennimmst, hast du auch tolle Herbstkombi. Ja. Die Vorderen, ja, aber Blätter sind im Herbst manchmal auch noch ein bisschen grün. Ja. Ey, hör mal, weißt du, was ich gemacht habe? Diesen Monat auf dem Teamtreffen? Nee, erzähl. Der Teamswap hieß Grüne Streifen. Bitte? Ja. Wer hat sich das denn ausgedacht? Dreimal darfst du raten. Ich habe da eine fürchterliche Vermutung. Sehr gut. Unser männliches Teammitglied, ja. Und ich habe es gemacht. Nein. Ja. Lass mich raten. Jade? Minzmakrone und Lindgrün. Nein, Gartengrün, Tannengrün und Pfauengrün. Also wenn schon, dann schon. Hm. Was? Was denn mit dir verkehrt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall in Zoom gebastelt und eine Downline und eine befreundete Demo haben das Elend gehört. Ich zeige dir mal. Hier. Das hier habe ich gemacht. Oh. Aus dem Set Swirly Frames. Da gibt es einen Strich. Drei verschiedene Grünstriche und dann drei grüne Streifen Papier obendrauf in 0,5 cm mal 3 cm. Spruch drauf, der Rest der Karte ist komplett weiß. Los, nicht so viel Grün, ne? Der erste Kommentar von den beiden Mädels, als ich denen die Karte gezeigt habe, war, ist genau dein Stil. Ja, sehr gut. Kommentar wäre wahrscheinlich gewesen, und darüber regst du dich jetzt so auf? Ja, es war grün. Weißt du, was das Gute ist an Zoom? Hm? Ich kann jetzt aufmüpfig sein und muss keine Angst haben, dass du mich verhaust. Ich habe die Handynummer von deinem Mann, Schatz. Wenn der heute nach Hause kommt... Na toll, Übrigens, dass ich Cola trinke, geht auch in Zoom, ne? Das ist immer so, das bleibt auch so. Ja, ich trinke aus einem schwarzen Glas und ich verrate dir nicht, was drin ist. Lalalala. Lass mich raten. Leitungswasser. Mhm. Kalter Kaffee? Mhm.
Ah, Kaffeetasse leer. Otter ist kalt. Haben wir das eigentlich schon mal aufgeklärt hier im Podcast? Weiß ich gar nicht. Shelly hat zum Geburtstag eine Ottertasse geschenkt gekriegt. Da steht Letztes Jahr. Da steht drauf, I love you like no otter, glaube ich. Ja. Da, guck. Und abgebildet ist, siehst du, genau. Und abgebildet sind zwei Otter, die da so nebenan, Otter schwimmen ja auf dem Rücken und halten an den Händchen, damit sie nicht voneinander wegschwimmen. Das gilt zumindest für Seeotter. Ich glaube, Fischotter machen das tatsächlich gar nicht. Die schwimmen nicht, das ist ja nicht weit genug. Die tauchen nur, dann sind sie schon da. Und wenn das geflügelte Wort in unserer Beziehung ist, Shelly braucht einen Kaffee, wenn dem Otter kalt ist, weil dann ist die Tasse leer. Und dann wird dem Otter wieder warm, wenn da wieder Kaffee in der Tasse ist. So, also das ist was ist in deinem schwarzen Glas? Mein Getränk. Aber du hattest heute auch schon Schule in Zoom, ne? Ist da zufällig Single Malt Whisky? Lass mich kurz nachgucken. Wir haben es jetzt aktuell auch gerade 13 Uhr. Es wäre also auch schon nach 11. Sag mal, nächstes Mal, ne, bringst du mich bitte mal vorher auf die Idee. Ja, frag doch einfach mich. Ich habe tolle Ideen. Nee, du hattest leider mit deiner ersten Idee schon recht. Es ist tatsächlich gutes Wickeder Leitungswasser. Ja, ich kenne doch meine Freundin. Aber es tarnt sich einfach viel besser in so einem dunklen Glas. Ja, es ist nicht so undurchsichtig. Weißt du, was ich total cool finde in Bezug auf unsere neuen In-Color? Na? Da gibt es eine ganze Produktreihe drum. Ja, das stimmt. Da ist, glaube ich, eine Blutorange noch zusätzlich dabei, ne? Oh, da müsste ich jetzt, lass mich mal gerade kurz in meinen Katalog gucken. Nigelnagelneuen Katalog gucken, ja. Also im Katalog sind nur die Farben Magentarot, Zimtbraun, Hummelgelb, Aventurin und Abendblau aufgelistet. Jetzt muss ich natürlich, also zumindest bei dem Designerpapier, jetzt muss ich mir die Bilder aber mal angucken, da würde ich sagen, da ist definitiv noch Blutorange oder sowas drin. Bist du auf Seite 148? Nee, ich war auf Seite 11, Schatz. Gut, auf Seite 148 beim Designerpapier Blumen für jede Jahreszeit steht Abendblau, Aventurin, Blutorange, Flüsterweiß, Hummelgelb, Magentarot und Zimtbraun. Ja, guck mal. Weißt du, warum ich das so genau weiß? Nee. Weil ich schon Probiertüten gepackt habe. Und dementsprechend das schon umgeschrieben habe und weiß, was in den Einzelnen drin ist. Du bist ja ein Schlaufuchs. Ja, ich muss ja vorbereitet sein, wenn der Katalog in 3 Tagen an den Start geht. Also in 18 Tagen an den Start geht. Wir sind ja also bald quasi. Ne? Bald, genau. Dann soll das ja mit an den Start gehen. Voll gut. Muss man ja irgendwann anfangen zu arbeiten. Ne? Absolut. Du bist echt super gut vorbereitet. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Ich bin ein braves Teammitglied. Ja. Ich habe nichts zu meckern. Ja. Und vor allem bist du, darf ich das hier sagen? Ich weiß nicht, ob, die Demo-Kolleginnen können da vielleicht ja was mit anfangen, aber ich weiß nicht, ob die anderen Podcast-Hörer da was mit anfangen können. Dann müsstest du. Ich kann es ja erklären. Ja, dann. Du bist jetzt Elite Silber! Ja. Das heißt, du gehörst jetzt ganz offiziell zu den Führungskräften bei SU. Ja, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Hab darauf hingearbeitet. Ich freue mich, dass das so gut funktioniert hat in so kurzer Zeit. Ja. Wobei ich jetzt eine Demo kennengelernt habe, die toppt ja alles. Aha. Ja, wir hatten auf unserer On-Tour online eine Präsentation von einer Dame, die ist im Januar eingestiegen und war am 20. Februar Silber. Ja, soll es geben. Das schaffe ich nicht. Nö, aber innerhalb von einem Jahr von Einstieg auf Elite Silber ist auch eine ordentliche Leistung. Das stimmt.
Aber ich habe gut vorgearbeitet. Es war ja nur der Wiedereinstieg, wenn wir ehrlich sind, ne? Ja, aber der Umsatz ist, glaube ich, das, was trotzdem eben auch eine schwierige Kiste ist. Von daher. Aber das funktioniert ja ganz gut. Hut ab, ja, auf jeden Kunden, Fall. Ein paar neue Kataloge und schon. Bisschen hier, bisschen da. Bisschen hier, bisschen da, genau. Läuft. Sehr. Ja. Läuft. Ach, wie schön. Ja. Die neuen In-Color gibt es auch als Blends, als Stampin' Blends. Das finde ich total gut. Ja, das stimmt. Wobei wir sie noch nicht haben. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ein bisschen. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Jetzt kommt's. Hummelgelb gibt es nicht als Stampin' Blend. Ja. Wie war Wenn das? Wenn du gerade so sagst, sehe ich es auch. Irgendwas ist ja immer, ne? Und dann wollte ich in der Sekunde sagen, vielleicht ist Currygelb eine Alternative, weil Hummelgelb und Currygelb sind sich sehr nah. Aber auch Currygelb gibt es nicht als Stampin' Blend. Nee, dann müssen wir wohl auf Osterglocke zurückgreifen, ja. Oder Mango. Oder du mischt Osterglocke und Mango. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Mhm. Ja. Aber es gibt so viele tolle Sachen dieses Mal in den In-Color. Ich bin hellauf begeistert. Hm. Das ist schon schön. Und bunt. Letztes Jahr haben wir unsere alten In-Color, gibt es ja in... Was ist denn das für eine Farbe? Jute. Ja. Würde ich jetzt sagen. Grau, braun, Jute. Ja, so Jute halt, ne? So, so Jute, ne? Mit ein bisschen... In-Color dran. Und die neuen In-Color sind durchgefärbt. Das ja. Finde ich tatsächlich noch ein bisschen schöner. Hm. Ich finde beides schön. Ich mag beide Kombinationen da sehr gerne. Haben wir eigentlich schon mal eine Harmonisierung zwischen Abendblau und Rauchblau versucht? Das könnte auch was werden, oder? Warte, wenn ich hier einen Meter, ich rolle nur aus dem Bild, akustisch bleibe ich bei euch, wenn ich hier einen Meter weiter verrolle, habe ich hier ja, jetzt bin ich ja in meinem Zuhause, da habe ich ja alles in Greifreichweite und da habe ich die alten In-Color. Und wenn man dann Rauchblau mit... Oh! Das ja. Geht schon gut, oder? Das geht schon ziemlich gut. Sehr schön, sehr schön. Das ist auch eine gute Kombi. Also ich wette mit dir, wir finden ganz, ganz tolle Kombinationen. Ich könnte mir auch zu Hummelgelb und Zimtbraun Himbeerrot sehr, sehr gut vorstellen, auch wenn das keine In-Color ist. Ach, rot. Warte. Ich mache jetzt hier Optikfernsehen für dich, weil alle anderen sehen es ja nicht, ne? Ja, aber es finde ich total gut. Oh ja, was sagst du? Du siehst es ja in live, das ist ja nochmal anders. Ja, das sieht aus wie deine Klamotten in den letzten Wochen. Herbst. Ja, doch, das geht ganz gut. Und vielleicht ja, ne? Geht auch hier ist noch so eine andere hübsche Farbe. Oh. Terrakotta. Oh, ja. Auch schön, oder? Aber hallo. Das also ist auch echt gut. Also Zimt, Braun, Hummelgelb und Terrakotta gemeinsam. Ist auch eine schöne Farbkombi. Ich würde auch behaupten, dass Tannengrün dazu toll aussieht. Ach, ich glaube, der Herbst ist gerettet. Der Herbst ist gerettet, sagst du? Oh, sieht wunderbar aus. Nee, geht gar nicht. Oh. Das ist falsche Grün. Moosgrün, meinte ich. Moosgrün gibt es nicht. Waldmoos, Entschuldigung. Waldmoos. Hast du sowas überhaupt? Waldmoos gibt es noch. Ich habe alle Farben. Freiwillig? Ich muss sie ja nicht mögen. Nein, ich verkaufe Stamping Up. Ach so, ich wusste da mal was. Ja, deutlich besser. Mit Waldmoos geht es besser. Ja. Nee, Tannengrün war irgendwie... Mutig hervor.
Hat sich noch Schönes im Angebot. Also Ton in Ton geht's auch mit Marineblau. Oh warte, ja. Das ist eine schlechte Seite. Wir nehmen mal die. So. Hm. Toll. Klasse. Was haben wir denn noch Schönes? Was geht denn mit Wassermelone? Schwarz. Nee, das sieht mir nicht gut aus. Nee. Nee. Wassermelone und Magenta? Mögen nee. Ich nicht. Aber Magenta und Marineblau geht bestimmt gut. Mhm. Und Magenta und Schiefergrau geht bestimmt auch total gut. Schiefergrau. Das Tolle ist, ich muss gleich nicht meine Hütte aufräumen. Warum? Weil du die ganzen Farben rausholst. Ja, genau. Magenta und Schiefergrau geht tatsächlich ziemlich gut. Und ich habe sie hier ja offen in meinem Hängesystem. Hm. Ja, und ich hatte meine in meinem Hängeschrank unten. Da muss ich immer erst hinrennen, wieder zurückrennen, weil da ist der Empfang nicht so gut für den Zoom. Siehste. Sag mal, müssen wir eigentlich jetzt immer Werbung dazu sagen? Weil? Weil wir ja das Wort von unserem Anbieter hier benutzt haben, womit wir das hier machen. Ach so. Weiß ich nicht. Im Zweifelsfall habe ich selbst gekauft. Richtig. Und ich bin nur Deko. So ähnlich. Ich habe dich eingeladen, in meine Bezahlversion einzutreten, um mit mir Zoom zu machen. Ja. Das geht bestimmt auch total gut mit Anthrazitgrau. Das was Magenta das hier? Rot. Nee, so. Das Magenta-Rot. Also, als ich das erste Mal über diese Farbe gehört habe, hieß es, das ist eine Mischung aus Jade und Bermuda. Was Aventurin? Ja. Wenn ich mir Jade und Bermuda mit Aventurin jetzt angucke dazwischen, nee, ist das nicht ansatzweise. Also Aventurin ist grünlich, während Jade und Bermuda bläuliche Anteile haben. Ja, aber ich hätte die auch, wenn ich mir die so angucke, nicht dahin verortet. Ich hätte eher gesagt, das ist eine Mischung aus Aquamarin und keine Ahnung. Aquamarin passt auch nicht. Nee. Es ist deutlich kräftiger irgendwie so. Ja, es ist Tannengrün. Wir versuchen Tannengrün nochmal. Ja, das könnte tatsächlich gut funktionieren. Ja. Ja. Also auch wenn ich es nicht leiden mag, aber es funktioniert. Tannengrün und Aventurin. Farblich passt es zusammen. Und irgendwie will ich ja auch noch mal... Aventurin machen. Passt bestimmt auch zu Pfauengrün. Pfauengrün. Haben wir hier hinten... Nee, das ist deutlich bläulicher als blau. Ich im Kopf habe. Ja. Das ist nicht so. Also wir merken, mit Aventurin müssen wir noch ein bisschen basteln. Nein. Och. Dann bist du diejenige, die mit Aventurin bastelt. Okay. So, gucken wir doch mal ein bisschen nach Zimtbraun. Ja. Dass ich dieses Wort so häufig sagen werde in den nächsten 2 Jahren, ist... Freust du dich jetzt schon drauf, ne? Freue ich mich mega drauf. Zimtbraun und Wildleder. Oh ja. Zimtbraun und Kürbisgelb. Kürbisgelb. Hier. Jo. Ne? Pumpkin Pie. Jo. Aber auch in der Kombination mit Hummeldummel noch dazu geht auch ganz gut. Hummeldummel ist super. Bumblebee heißt es doch, oder? Ja, das ist die einzige Farbe im Englischen, die nicht 2 Namen hat. Doch, Bumble und Bee. Sie haben nur vergessen, das Leerzeichen zu schreiben. Nein.
Also für euch, die ihr jetzt vielleicht glaubt, dass Christiane, ne, die ist gerade ein bisschen doof. Ja. Die kann besser Englisch, als sie gerade tut. Aber. War eine Band in den 70ern. Ja. Werbung. Oh, guck mal hier. Espresso. Oho. Espresso und Hummelgelb. Hummelgelb und Zimtbraun. Geht auch. Also man kann schon. Wenn man möchte. Genau. Geht den schon. Laden rocken. Den Laden rocken. Also sie passen sich wieder in das vorhandene Farbsortiment ein, wie die Faust aufs Auge. Sind halt diesmal wieder andere Farbkombis, die möglich werden. War toll, oder? Ich freue mich schon so sehr darauf, damit zu basteln. Ja. Und weißt du was, an dem Papier, du hast mir das vorhin schon erzählt, als der Podcast noch nicht lief. Könntest du das nochmal wiederholen? Du meinst das mit dem Text? Ja. Unser Papier hat ja zwei verschiedene Arten, also und zwei verschiedene Seiten, also vier verschiedene Motive pro Farbe. Und auf dem Papier gibt es eine Seite, die hat Text. Und da steht: Lieben, was wir tun, teilen, was wir lieben. Houden, wann wat wir doen, en delen, wenn wat wir haben. Van Houden. Oh ja, mein Holländisch ist eingerostet. Oder eben to love what we share, no, to love what we do and to share what we love. Und Französisch bin ich raus. Kurz gesagt. Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons. Würde ich sagen. Absolut, da wäre ich ganz bei dir. Ich habe nur kein ordentlich Lesbares gefunden. Das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, genau. Vintage. Vintage-Look, genau. Das ist nicht alles. Also. Und es ist ein Teil von unserem Leitspruch und das fand ich so schön. Ja, das tut total gut. Wobei ich dieses Mal tatsächlich alle Seiten schön finde. Ja. Das ist auch eher unüblich. Weil, also, bei dem letzten hatten wir so ein komisches Muster, das sah aus wie 70er-Jahre-Tapete. Das war auch nicht so meins. Ja. Und jetzt haben wir eine Seite, die sieht aus wie Baummaserung. Eine Seite sieht ein bisschen aus wie Jeans. Dann haben wir Punkte und Schrift. Voll gut. Würdest du unseren Jeansstoff anders beschreiben? Nee, finde ich total. Ist auch so schön. Nicht so regelmäßig. Ja. Und dann freue ich mich mega auch auf die Pastellfarben. Denn diese Papiere gibt es ja in allen Farben. Und auf diese Papiere in Pastellfarben. Das wird, glaube ich, mein neues Must-Have. Ja. Weil diese Farben, unsere neuen Inkala, sind schon kräftig. Nicht so wie Puderrosa und Flieder, sondern schon eher Bäm. Das geht in Kapelle. Signalfarbe. Also wenn vielleicht diese Farben eventuell in einem Color Relaunch. Wir hatten gerade erst eins. Macht da nicht so ein. X Jahren übernommen werden würden, wäre das in Richtung Signalfarbe. Würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Aber gerade erst ist schon zwei Jahre her jetzt. Ne? Her. Und also, ich habe mal irgendwo gehört, alle 3 bis 5 Jahre lass uns einfach ein anderes Thema nehmen. Prost auf die neuen Inkala. Prost. Meine Liebe, und auf einen tollen Juni. Ja, das wird mega toll. Mit dem Katalog.
Also warten wir noch auf den Katalog. Ja, noch 3 Tage. Ja. Also, wenn ihr es hört, noch 2 Tage. Genau. Und im Juli sprechen wir über den Katalog. Alle gemeinsam, weil dann wissen wir alle, wovon wir reden. Genau. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis dann, mach's gut. Tschüss.